Shut up, John. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von The Evil Within. Ich hab mal wieder vergessen, welche Folge wir haben. Ich freue mich schon, wenn du gleich so richtig schön aufs Maul kriegst. Oh nö, nö, das ist. Bum, 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 bum. Okay, letztes Mal haben wir das Rätsel hier gelöst. Und zwar musste. Hier runter. Jetzt muss ich erstmal wieder überlegen, was wir gemacht haben. 3597. Ja, jetzt kommt wieder die Videosequenz. Sagt diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie. Warte mal, ich hab 7 kommt hoch. Notiert. Na. Du, 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 du. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssen, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Ja, ich weiß, ich kann das Rätsel, Bruder. So. Wir sollten uns hier etwas länger umsehen. Hab was gehört. Jetzt müsste das doch offen sein. Ey! Und wieder hoch mit dir. So, jetzt müsste es gehen. Vielleicht sollten wir uns hier besser nochmal. Bist du bescheuert? Hab was gehört. 3597. 5 ist unten. 3 ist unten. 9 ist unten und 7 ist oben. Dann machen wir das jetzt noch ein drittes Mal. Oh, geh wieder hoch. Kann ich da durch? Oh, da war ich letztes Mal gar nicht. Dann können wir da jetzt noch mal kurz rein. Und, ah, cool. Hier ist bestimmt irgendwas drin. Ja. So. Alles kaputt hauen. Was auch nur geht. Glibbery, dibbery, re, re, re. Leertaste nehmen. Oh, cool, da war eine Harpune. So, jetzt müssen wir durch können. Ja, gut. Das war wohl wichtig. Hier ist noch mal der Schleim. Und ab geht die Fahrt. Sieht so eklig aus, ne? Was ist das? Neues Stockwerk, Bitches. Okay, weiter geht's. Wenn hier gleich irgendwas ist, ich raste aus. Wow. Wie kommt man denn von so einem Haus in so einen Raum? I. Das sind die Viecher, die mich unsichtbar angegriffen haben immer. Und der ist fett. Was? Okay. Da liegt was. Da liegt ein. Eine Notiz aus dem Friedhofslabor. Okay, ja. Bla bla bla. Maul. Oh, noch mehr, was wir untersuchen können. Okay. Sieht fast wie die Zusammensetzung der Zombies aus, irgendwie. Voll eklig. Ist es irgendwie schwerer, sich zu bewegen? Wow.
Diese Frage war einfach mal nicht gruselig oder so. Nö. Alles in Ordnung. So. Weiter geht's. Er fragt mich einfach mal, ob es schwerer wird, sich zu bewegen. Und ich denke mir nur so, ja, was passiert gleich mit dir? Hallo? Oh, nö, ne? Notiz aus dem Friedhofslabor, bla bla bla. Das ist mal ein komplett normaler Hund. Was ist das für ein Vieh? Wetten, das wird gleich irgendwie freigesetzt und dann habe ich wieder ein riesengroßes Problem. Verpiss dich. Ich habe gleich richtig das Problem. Wette ich mit dir. Oh nein, eine Tür. Oder nicht? Oh oh. Der Hund ist frei. Das war nicht zu überhören gerade. Und da kommt gleich das, der Hund durch. Oh Gott, nein. Renn, 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 renn. Warte, pass auf. Pass auf. Kriegst du das auf? Was? Alter, ich bin zu blöd, dieses Ding zu bedienen. So, Explosivbolzen. Ich ziel einfach schon mal. Ich sag's doch! War ja nicht irgendwie obvious oder so, ne? Nein! Das ist ja mal so das ultra-heklige Viech. Wow. Getroffen. Oh, da liegt. Was kann ich da nehmen? Wow. Er hält einfach mal alles aus, was ich ihm an den Kopf werfe. Und ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Wie soll ich denn das Vieh töten? Oh, Mann! Das zuckt nicht mal, wenn ich es anschieße. Oh, doch jetzt. Das ist super geil, weißt du das? Harpunbolzen. Yo, Nigga. Ist klar, läuft bei dir. So wie so eine Arena hier. Wie soll ich dem Vieh denn auch ausweichen, Mann? Oh! Jetzt brennen. Na, jetzt ist er tot. Joseph. Ding. Oh, der Hund ist doch nicht tot. Was ist? Ich habe meine Brille fallen lassen. Wow, jetzt muss ich wieder. Er hat seine Brille verloren, jetzt muss ich wieder dahin.
Wow. Dein Ernst? Ich war gerade froh, dass ich es geschafft habe, aber nein. Brille, Brille, Brille. Joseph trägt diese Brille, seit Sebastian ihn kennt. Wow, diese Information war nötig. Hey, hierher, hierher! Schnell, 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 schnell. Durch, 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 durch. Und. Hier hast du deine Kackbrille, du scheiß Pisser, ey. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. Oh, cool. Da ist noch was drin. Oh Mann, hier liegt aber auch nicht mehr rum. Scheiße, schade. Joseph, so ein Aufwand für eine Brille. So ein Aufwand für eine Brille, ja. Hab ich mir auch gerade gedacht. Oh ne, davon habe ich noch was. Da liegt nichts mehr. Erst fällt er rum für so einen Aufwand und jetzt bleibt er da hinten stehen, ne? Das sind mir die richtigen, ganz ehrlich. Gut, es geht wieder ins Dunkle. Ich sehe schon kommen. Oh, diese Tür ist sehr, sehr, sehr sicher aus. Oh. Kapitel 6 überlebt. Und nächstes Kapitel. Kapitel 7. Yay. Der Wächter. Okay. Die Küche sieht sicher aus. Hier würde ich öfter hingehen. Das kam aus der Nähe. Ja. Ich bin da. Lol. Keiner wird dich kriegen. Oh. Kartenfragment. Yay. Kriegen. Die sind da unten. Wie sind die denn da unten hingekommen? Kriegen! Du musst bei mir bleiben. Das geht nicht anders. Wie kommen wir denn da runter? Warte, hier unterm... Ich glaube, mein Kollege stirbt gerade. Hey, Joseph. Geht's dir gut? Och nö. Der wird gleich auch zu so einem Zombie schon kommen. Hallo? Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Ja klar, ich springe immer von ganz weit oben. Ankommt, stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Warte. Das könnte. Er ballert ihm die Spritze einfach mal in den Rücken. Ja, genau.
Wow, wir fallen immer irgendwie 1000 Meter in die Tiefe und dann stehen wir auf einmal da. Dann geht's weiter. So, das zweite oder dritte Mal jetzt. Geil. Jetzt wissen wir wieder nicht, wo der Rest ist. Super. Ich finde, immer wenn wir am Tageslicht sind, kommen wir wieder in die Dunkelheit. Das ist immer, wenn ich mich sicher fühle. Der Typ hasst mich. Kapitel 7, der Wächter. Oh, hört sich da scheiße an, wenn man die Vasen zerschlägt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Kapitelname Der Wächter hört sich genauso wenig lustig an. Habe ich recht? Dankeschön. Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Ach was. Du bist echt so ein Held, ne? Huh. Hier ist nichts mehr. Hier ist noch eine Vase. Auch nicht. Noch eine. Auch nix. Da ist noch. Oh, werden diese noch schmaler jetzt? Nee. Meins? Huh. Düm, 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 düm. Und da sind noch drei Vasen. Noch mehr. Okay, er sieht nicht irgendwie cool aus. Wir lassen den einfach mal, ne? Gut. Ah, hier ist eine Treppe hoch. Hab ich gar nicht gesehen. So. Oh, das hört sich wieder nach Hund an. Oder nach Zombie. Hat sich das erledigt mit dem Undercover? Munition alle? Nein. Stirb. 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 So. Gut. Gut stehen bleiben. Life Rick. Und Spritze. Was hast du vor? Trinken. Hä? Trinken. Das steht hier. Aber gut. Direkt scheiß Fick-Zombies. Ich versuche das immer undercover hinzukriegen, ne? Und dann bin ich zu blöd dafür. Ja, lach nur. Ups. Ja, genug. Dreht ihn nochmal, damit er auch wirklich tot ist. Oh, da. 1000 Slimies. Sniper haben wir... Ach nee, da haben... Können wir nachladen. Zack. So. Oh, eine Granate. Kann ich die Dinger hier auch kaputt machen? Nö. Oh, eine Ratte. Woo! Hä? Okay, und auf einmal waren ihre Gesichter weg. Ich hätte zwar gern gesehen, wer... Digga! Vase! So, wer dahinter steckt, aber naja. Man kann nicht alles haben, ne? Kann ich denn hier noch irgendwas machen? Oder muss ich jetzt... Okay, wo kommt die Tür auf einmal her? Die Tür war eben noch nicht da. Das schwöre ich dir. Locker zu sein. Altes Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Okay. Wer auch immer die Laterne hier hingelegt hat.
Danke dir. Ja, das metallische Stampfen. Jetzt habe ich Angst. Oh, ein Schlüssel. Das können wir auch nochmal mitnehmen. Das war es an Sachen hier. Nee, das ist noch eine Vase. Kann ich die kaputt machen? Ja, aber das ist nichts drunter. Jetzt geht's aber langsam los hier. Oh, sind das perverse Gänge. Ah, Licht! Ach du Scheiße. Was geht denn mit dem ab? Okay. Gut, wir haben ein Problem. Das haben wir. Mehr Munition haben wir jetzt auch noch. Hier ist nix. Hier drunter. Nö. So, was ist das da drunter für ein Vieh? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Können wir umdrehen und nach Hause gehen? Oh, wir können endlich mal wieder zur Kollegin. Gesehen, was geworden, Dienstag, den 18. Juli 2006. Um 9 Uhr sitzen wir zusammen. Wir sind 30, die Sebastian und Neuer Christian. Okay. Der besorgt. Katakomben entdecken. Nee, Katakomben entdeckt. Ich kann nicht mehr lesen. Ich bin zu müde. Also. Wir haben einen Schlüssel. Eine Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Hui. Da haben wir hier eigentlich noch irgendwas. Nö. Upgraden, speichern und weiter geht's. Obwohl, danach mache ich. Nö, danach beende ich. Die Aufnahme. Oh Gott, was war das für ein Geräusch? Reserve. Mehr Spritzen in Reserve wäre ganz cool. Und Qualmwalz in Reserve, auch ganz cool. Das war's. Gut, so. Oh, das war's mit der Folge. Haut rein.